In diesem Video bekommst du die weiteren 5 Tipps, wie du mehr Vertrauen deiner Besucher auf deiner Webseite bekommst. Bleib jetzt dran. Hi, mein Name ist Felix Beilharz, ich bin der Online-Experte und in diesem Teil 2 des Videos zeige ich dir nochmal 5 Tipps, wie du Vertrauen in deiner Webseite hervorrufen kannst. Das erste Video war letzte Woche, das findest du hier verlinkt oder unten drunter verlinkt. Guck da mal rein, da hast du die ersten 4 Tipps schon, wie Vertrauen erzeugt werden kann, was also in Conversion-Optimierungskreisen so gemacht wird. Heute nochmal 5 weitere Tipps, wie du Vertrauen erzeugst. Tipp Nummer 1 oder Nummer 5 in dem Fall besser, die Basics. Bleib bei den Basics, das heißt vor allem Transparenz. Ja, hab ein Impressum, vollständiges, ganz wichtig. Hab eine Datenschutzerklärung, also zeig solche rechtlichen Sachen, damit der Kunde sieht, okay, der ist offen, der ist transparent, der ist seriös. Wer das nicht hat, ist sofort so ein Signal, da stimmt irgendwas nicht. Und viele Kunden achten auch darauf, dass es zumindest mal vorhanden ist, dass da Daten drinstehen, auch sowas wie Kontaktdaten drinstehen im Impressum, ganz wichtiger Punkt. Auch sowas wie ein Kontaktformular zum Beispiel, wo der Kunde sehen kann, okay, ich kann mit dem irgendwie mit dem in Kontakt treten, ich kann wirklich mit dem reden, wenn das ist, ich kann eine Frage stellen. Also solche Offenheitssignale, Transparenzsignale, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also mach die Basics richtig an der Webseite, Kontaktformular, auch vielleicht so eine Vorstellung, ja, stell dich persönlich vor, stell das Unternehmen vor, stell das Team vor, alles, was irgendwie so ein bisschen eine Beziehungsebene herstellt, das bringt dir mehr Vertrauen. Das sind die Basics. Das ist Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 6, ganz wichtiger, essentieller Punkt, sind Bewertungen. Kaum etwas wirkt so vertrauensbildend wie Bewertungen. Ja, davon lebt Amazon ganz, ganz stark, davon lebt TripAdvisor ganz stark, HolidayCheck, wie sie alle heißen, leben alle massiv von Kundenbewertungen. Das heißt, wenn es irgendwie geht, bau Kundenbewertungen in deine Webseite ein. Zum Beispiel kannst du es über Skripte machen, über Plugins machen. Ich bin bei Proven Expert zum Beispiel, da kann man mich bewerten. Und da habe ich halt ein Skript drin in der Webseite, wo ich dann automatisch die ganzen Bewertungen da einbauen kann. Entweder nur als Sterne oder auch als richtiges Feld mit Text drin, je nachdem, so ein kleines Testimonial-Feld. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das bieten auch Trusted Shops an und wie sie alle heißen. Von daher, irgendwelche Bewertungen drin zu haben, Sterne, Ratings, das bringt extrem viel Vertrauen. Auf den ersten Blick schon, gerade Sterne, ist auch in Studien belegt, Sterne wirken Vertrauen zu bilden. Das ist eben über Amazon so gelernt. Das wollen Kunden heute sehen. Also baue auf jeden Fall Bewertungen in deine Webseite ein. Wenn du am Markt schon länger aktiv bist, Tipp Nummer 7, Auszeichnungen. Wenn du irgendwas gewonnen hast, irgendwo prämiert wurdest, irgendwas bekommen hast an Auszeichnung, zeig das auch. Es fängt an mit einem einfachen Gesellen- oder Meisterbrief, über ein Uni-Diplom, bis hin zu wirklich Preisen, die du gewonnen hast oder wo du zumindest mal nominiert warst. Einfach, dass der Kunde halt sehen kann, naja, der ist exzellent, der ist gut, der macht das gut, was er macht. Also alles, was man gewinnen kann, was nicht jeder bekommt vielleicht, das wäre gut, das zu zeigen als kleines Logo oder richtig als Blogbeitrag oder so, wo der Kunde halt sehen kann, ja, der ist gut, der kann das. Tipp Nummer 8 geht dann, wenn du schon ein bisschen länger am Markt aktiv bist, du kannst Medien einbinden, also von anderen Medien, die über dich geschrieben haben. Auch das ist was extrem vertrauenswürdig wirkt. Ja, wenn du in der Zeitung warst, wenn du irgendwo im Fernsehen warst, im Radio warst, bau das in deine Webseite ein. Mach am besten so eine Medienübersichtsseite, wo du überall schon warst. Wenn es am besten richtig viel ist irgendwann mal, dann wirkt es einfach erschlagen, dann wirkt es einfach wirklich, naja, der ist ja anscheinend gut, der ist ja wichtig, der ist ja irgendwie in den Medien täglich zu Gast. Das muss nicht so sein, aber es muss zumindest mal so aussehen. Auch das nicht faken, aber du kannst einfach anfangen mit kleinen Medien. Wenn du sagst, ich war noch nie irgendwo, das habe ich alles nicht, dann mit kleinen Portalen an. Online-Portale, Blogs, wo du vielleicht Gastbeiträge drin hast oder so, bau deren Logo mit ein oder deren Link mit ein dazu. Fang mit so kleinen Medien an, versuch mal in eine kleine Zeitung zu kommen oder so, in ein Online-Portal zu kommen und dann irgendwann baut das Ganze auf. Irgendwann bist du mal vielleicht irgendwie im Handelsblatt oder in der Süddeutschen Zeitung, da hast du auch ein bisschen mehr Reichweite darüber. Aber so Medienlogos wirken auf einen Blick sofort vertrauenswürdig und sofort erstmal seriös. Also Links zu Medien, Medienerwähnungen oder Logos, das wäre Tipp Nummer 8. Und Tipp Nummer 9 ist Partner. Wenn dich keiner kennt, aber du hast Partner, die man kennt, bau mit denen eine Kooperation in die Webseite ein. Also zeig zum Beispiel, ich arbeite zusammen mit der Agentur, mit der Firma, mit dem Markeninhaber. Da sieht man sofort, okay, wenn die gut sind und die mit dir kooperieren, wirst du auch gut sein. Ja, so Heuristiken, wie quasi der Kunde so automatisch denkt. Das heißt, bau Partnerschaften ein. Viele Shops bauen zum Beispiel ganz groß die Kreditkartenlogos ein, weil die eben vertrauensbildend aussehen. Und wenn der Kunde das sieht, dann überträgst du das Vertrauen eben auf deine Webseite, dann bist du auch vertrauenswürdig. Also wenn du Partnerschaften bereits hast, super Sache, baue das in die Webseite ein, ganz groß zu sehen, in Partnerschaft mit oder wir sind Partner von und sowas, dann hast du eben auch da wieder sofort mehr Vertrauen. Das waren zusammengenommen jetzt 9 Tipps für Vertrauen in deine Webseite.
Hat es dir geholfen? Wenn ja, lass mir ein Like da, lass mir ein Abo da, dann freue ich mich und du bekommst jede Woche ein weiteres Video über Online-Marketing-Tipps auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, mach's gut, ciao.